Wir stehen am Freitagmorgen mit Tobias Schweinsteiger in Illushöhe. Tobi, am Mittwoch einen wichtigen Sieg eingefahren, wieder einen Wendesieg eingefahren. Wie ist das Gefühl auch zwei Tage später? Ja, ist immer gut nach einem Sieg. Das Gefühl, die Art und Weise, wie das Spiel lief, glaube ich, war auch ein bisschen besonders. Und hat auch wieder gezeigt, dass wir nie aufgeben, dass wir immer bis zum Ende Vollgas spielen. Und mich freut es für die Mannschaft, dass es sich belohnt hat. Wir haben letzte Woche schon über die individuellen Fehler gesprochen. Die waren wieder da und man hat sich wieder Steine selbst in den Weg gelegt. Überwiegt dann trotzdem wahrscheinlich das Gefühl, diese Steine wieder aus dem Weg genommen zu haben? Oder ja, wie geht man mit der Sache um? Ja, auf der einen Seite müssen wir schauen, dass wir die individuellen Fehler in den Griff kriegen. Das ist ja ein Thema, was wir jetzt schon eine Zeit lang mit uns schleppen. Das wird nicht von heute auf morgen gehen. Da gibt es kein Wundermittel dagegen. Da gibt es halt nur mehr daran arbeiten. Aber trotzdem glaube ich, dass wie die Mannschaft dann zusammen gestanden hat, wie sich die Mannschaft dagegen gewehrt hat, dieses Spiel nicht zu verlieren, das stimmt mich sehr positiv. Ich glaube auch dadurch merken die Jungs, hey, wir können auch ein bisschen mutig sein, wir können ins Risiko gehen, weil wenn was passiert, helfen alle zusammen, um die Steine wieder aus dem Weg zu räumen. Ja, und wenn wir das hinkriegen, dass uns diese Fehler nicht mehr in der Häufigkeit passieren, glaube ich, haben wir eine sehr willensstarke Mannschaft, die sich gegen die Widerstände wehrt. Schon morgen geht's weiter. Es geht nach Meppen zum letzten Spiel der Saison. Wie schwer sind die Beine oder wie frei ist vielleicht auch der Kopf aufgrund des Sieges? Ja, ich glaube, die Beine werden bei beiden Mannschaften schwer sein. Meppen hat dann noch in Essen gespielt. Zur selben Uhrzeit, also da gibt es auch nicht mehr oder weniger Regenerationszeit. Das andere ist, dass es im Kopf natürlich für uns deutlich ein bisschen leichter ist und ich glaube schon, dass der Kopf diese schweren Beine auch leicht machen kann. Und darauf setzen wir, ja, und wir wissen aber auch um die Bedeutung dieses Spiels im Meppen und deswegen werden wir nochmal auf die Zähne beißen, alles versuchen rauszuhauen, über die Wehwehchen drüber weggehen und dann hoffentlich drei Punkte mitnehmen. Der Gegner ist gut in die Saison gestartet, hat jetzt aber viele Spiele nicht gewonnen. Auf was für eine Mannschaft trefft ihr morgen? Ja, das stimmt. Trotzdem, sie haben jetzt die letzten beiden Spiele auch ihre Grundordnung wieder geändert, haben gegen Wiesbaden eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, haben leider früh zwei Standard-Gegentore kassiert und haben dann viele Chancen gebraucht und leider das Spiel verloren für sie und haben jetzt auch in Essen ein gutes Auswärtsspiel gemacht. Glaube ich, sie fühlen sich in dieser Grundordnung sehr wohl und deswegen, das wird für uns schwierig, es ist viel Mann gegen Mann über das ganze Feld, da gilt es Lösungen zu finden, ja, und ich hoffe, dass wir die am Samstag dann hinkriegen mit unserer fußballerischen Qualität und trotzdem kämpferisch dagegen zu halten. Und deswegen wird das nochmal eine riesige Aufgabe, aber wir scheuen uns nicht vor Aufgaben. Inwieweit ist die Derby-Wichtigkeit auf die Mannschaft oder wie ist die angekommen? Ist es über die Fans? Wie wurdest du auch informiert? Wie läuft sowas? Ja, man kriegt natürlich aus dem Umfeld, vor allem von Fanseite schon mit, dass das ein extrem wichtiges Spiel ist. Und ich habe selber schon viele Derbys selber gespielt in München, auch schon ein paar Derbys gecoacht in Nürnberg oder in Hamburg. Und ich weiß um die Bedeutung, wir wissen um die Bedeutung, ja, die Mannschaft weiß um die Bedeutung und wir wollen den Fans was zurückgeben, weil sie uns seit Saisonbeginn überragend unterstützen, selbst in schwierigen Zeiten. Das Stadion, wir reden ja alle zwei Wochen drüber, immer 12.000, 13.000 da sind, das spüren wir und wir wollen den Fans kurz vor Weihnachten oder vor der Winterpause zumindest was zurückgeben. Noch kurz aufs Personal geguckt, wie sieht es bei Luki aus und gibt es sonst Ausfälle? Ja, Luki werden wir heute nochmal testen, also das hat gestern schon deutlich besser ausgesehen, müssen wir mal schauen, wie dann, wenn die Belastung höher ist, reagiert. Der wird im Zweifel auch draufbeißen. Und ansonsten haben wir alle dabei, die wir auch schon gegen Ferl dabei haben. Letzte Frage geht so ein bisschen schon über das Meppenspiel hinaus. Danach ist für die Mannschaft erstmal ein bisschen, ja, sagen wir mal, illushöhenfreie Zeit. Also sie müssen sicherlich auch mal wieder was machen, aber haben ein paar Tage frei, um auch vielleicht den Kopf ein bisschen frei zu bekommen. Wie wichtig ist das nach der ja schon Achterbahnfahrt mit Siegen, mit Niederlagen, mit bitteren Niederlagen, um dann vielleicht auch nochmal wieder neue Energie zu finden? Ja, ein bisschen Abstand kriegen ist immer gut. Trotzdem habe ich da noch gar nicht so wirklich dran gedacht, ob das jetzt wichtig oder unwichtig ist, weil wichtig ist das Spiel morgen in Meppen. Dann drücken wir dafür ganz doll die Daumen und danken dir, Tobi. Dankeschön. Danke.